Danke, danke für Ihr Dasein. Ich freue mich sehr und wünsche einen schönen Abend. Ich stehe über meinen Gedanken. Ich denke an meine Gedanken vorbei. Sie waren gestern, vor Jahren, sie waren. Ich bin über meine Gedanken im Sein. Der Versuch, meine Gedanken zu denken, denkt mich in meine Vergangenheit zurück. Ich stehe über meine Gedanken. Ich betrachte Wortbilder und bin. Ich lese aus den letzten fast 40 Jahren meines literarischen Schaffens. Alles kommt vor in 40 Jahren. Liebe, Krankheit, Tod, Freude, Poesie, Philosophie, Denken. Ich komme nicht zum Schreiben, das Schreiben kommt zu mir. Es trifft mich genau in der Leere zwischen meiner Hand und meinen Augen, zwischen den Wörtern, den Geschriebenen und den noch nicht Begonnenen. Kameraaugen in jedem Raum, Fotoblitze leuchtend, Lautsprechermusik im Gemurmel, Elektrizität das Licht, Computerausdrucke das Gedachte Gesehenes im Film. Die Verantwortung trägt keine Grenzen. Das gesprochene Wort stirbt noch, bevor es begann. Das Sehen schwindet in dem Gesagten. Das Offene findet den Schlüssel nicht mehr. Der Erfinder findet den Ort des Vergessens. Die Zeit erscheint und verschenkt sich sehr. Orte der Zeit sind Begriffe des Guten. Orte der Zeit finden die Zeit nicht mehr. Kaum gesagt, schon vergessen. So war es und ist. Doch vielleicht hört doch jemand zu bis zum Ende. So fliegt das Gedachte davon. Liebe, die Vergangenheit schweigt, die Gegenwart liebt, die Zukunft wird sprechen, ich bin die Vergangenheit, ich bin die Gegenwart, ich bin die Zukunft.
es ist nichts umsonst. Aber womit bezahlte ich, dass ich dich kennenlernen durfte? Oder womit bezahltest du, dass du mich kennenlernen durftest? Und ich bin froh, dass nichts umsonst ist. Es ist nichts umsonst, außer der Liebe. Und die kostet die Liebe, schmeckt die Liebe, spürt die Liebe, fühlt die Liebe, riecht die Liebe, hört die Liebe, sieht die Liebe. Die Türen, sie öffnen sich von selbst oder ich muss sie öffnen. Sie schließen sich von selbst oder ich muss sie schließen. Was ist nun besser? Wenn ich sie selbst öffnen muss, dann muss ich sie nicht öffnen. Und wenn ich sie selbst schließen muss, dann muss ich sie nicht schließen. Oder wenn sie sich von selbst öffnen, dann kann ich nichts tun. Und wenn sie sich von selbst schließen, dann kann ich auch nichts tun. Aber wenn ich sie selbst öffnen oder schließen muss, kann ich sie dann wirklich öffnen oder schließen? Und wenn sie sich von selbst öffnen oder schließen, will ich dann wirklich, dass sie sich öffnen oder schließen? Es ist, was es ist. Hommage an Erich Fried. Es ist Angst, sagt der Denker. Es ist das Ende, sagt der Wissenschaftler. Es ist nichts als Schmerz, sagt der Wissende. Es ist der Anfang, sagt der Gläubige. Es ist grausam, sagt der Liebende. Es ist das Leben, sagt der Einsichtige. Es muss sein, sagt der Tod. Es ist, was es ist. Haben oder sein. Alles, was du hast, das bist du. Alles, was du hast, das bist du nicht. Alles, was du bist, das hast du nicht. Alles, was du bist, das hast du nicht. Alles, was du hast, das bist du nicht. Alles, was du hast, das bist auch du, aber du hast es nicht. Alles, was du bist, das liebst du. Alles, was du liebst, das bist du nicht. Alles, was du liebst, das bist auch du, aber du hast es nicht. Der Brief, wie der Titel des neu erschienenen Buches lautet, der Brief. Dich kennenlernen und dann nie wiedersehen. Dich zu spüren und dann nie wieder. Dich zu hören und dann nie wieder. Dich zu schmecken und dann nie wieder. Dich zu fühlen und dann nie wieder. Dich zu riechen und dann nie wieder. Dich zu träumen und immer wieder. Ich möchte dich wiedersehen. Ein Freund von mir hat das einer Freundin geschickt, das hat funktioniert. Ist doch wunderschön. Lebensglück und fühlen, was der andere denkt. Und spüren, was der andere fühlt. Und
fühlen, was der andere spürt und lieben. Manchmal erlebe ich in einer Minute, was ich ein anderes Mal in einer Stunde nicht erlebe. Oder in einer Woche nicht. Nicht in einem Monat und nicht in einem Jahr. Wie lange dauert dann eine Minute? Und wenn eine Minute einem Jahr gleicht oder mehr, wie lange dauert dann erst eine Stunde oder mein Leben? Was bist du mir? Bist du mir was? Was bist du mir? Mir bist du was? Was du mir bist, war ich noch nicht. Bist nur du, werde ich nie sein, kann ich nie werden, kann nie wer werden, kannst nur du sein. Die Frage, vorwärts gehen, stehen bleiben, vorwärts schauen, seitwärts schauen, umdrehen, zurückschauen, zurückgehen, stehen bleiben, rundherum schauen, seitwärts gehen. Oder vorwärts gehen, vorwärts schauen, nicht stehen bleiben, schneller werden, hinaufgehen, hinaufklettern, hinaufkeuchen, nicht zurücksehen, anstehen. Erholen, Kräfte sammeln, nachdenken, umdrehen, rundherum sehen, seitwärts gehen. Meine Hand. Meine Hand. Meine Hand auf Bild. Meine Hand aus Stein, meine Hand aus Luft, meine Hand aus Staub, meine Hand aus Sand, meine Hand aus Luft, meine Hand aus Asche, meine Hand in der Erde, meine Hand im Meer, meine Hand aus Luft. Lebenswille. Um hungrig zu sein, darf ich nicht essen. Um hungrig zu sein, darf ich nicht lieben. Um hungrig zu sein, darf ich nicht. Stillt nun das Essen meinen Hunger oder macht es ihn nur größer? Oder stillt die Liebe meinen Hunger oder macht sie ihn nur größer? Stillt mein Leben meinen Lebenswillen? Oder macht es mein Leben? Nie gelebt, nie geliebt, nie gegessen, nie gestorben, immer tot. Unstillbarer Lebenswille, unendlicher Lebenswille, heiliger Lebenswille, Kraft des Lebens, Wille. Wollen, können, sollen. Nicht mehr sollen, nicht mehr können, nicht mehr wollen. Aufhören zu können. Und enden. Thank you.
Danke. Zwischendurch ein großer Schritt. Glück und Gnade. Mein Kopf wächst, stellte Frau A. eines Abends fest. Sie betrachtete sich im Spiegel und wurde sich der Tatsache vollkommen bewusst, denn sie musste bereits aus einiger Entfernung ihr Spiegelbild betrachten, um ihr gesamtes Gesicht in diesem wiederzuerkennen. Er wird größer und größer, dachte sie, und freute sich über das Wachsen. Doch einige Zeit später kamen Bedenken in ihren Kopf, und sie versuchte, sich gegen diese Bedenken zu wehren. Sie ließen sich jedoch nicht abwehren, sondern breiteten sich in ihrem Kopf aus, dehnten ihn und wuchsen in ihm und mit ihm. Sie dachten daran, dass Frau A. mit einem so großen Kopf nicht mehr unter anderen Menschen sein könnte, unter den kleinköpfigen Menschen, da diese über ihren großen Kopf lachen würden, sie verlachen würden und sie gezwungen wäre, ihren Kopf verkleinern zu lassen. Um ungestört ihres Weges gehen zu können. Und diese Bedenken wuchsen und wuchsen. Und Frau A. versuchte, mit aller Kraft ihre Hände gegen ihren Kopf zu pressen, damit der Kopf das Spüren der Hände gegen die Bedenken vertauschen würde und somit auch seine Größe spürte und sich mit Freude darüber füllen könnte. Und so die Bedenken wieder verkleinern würde. Der Kopf aber hatte seinen eigenen Willen und ließ sich nicht zwingen. Er vertauschte zwar die Bedenken, aber nicht gegen Freude, sondern gegen Arbeit. Frau A. hatte plötzlich Arbeit im Kopf und wurde von ihm zum Tun gezwungen. Er schrieb ihr vor, was sie schreiben musste und schrieb ihr vor, was sie lesen musste. Er schrieb ihr vor, wohin sie gehen musste und schrieb ihr vor, wohin sie nicht gehen durfte. Frau A. arbeitete und arbeitete nun und ihr Kopf wuchs und wuchs. Und als ihr Kopf bereits so groß war, dass sie ihn kaum noch tragen konnte, begann sie mit ihm zu hadern, denn ihr Körper begann zu zittern und ihr Herz pochte schwer und sie bat ihn, er möge sie in Ruhe lassen, denn sie spürte, dass ihr Kopf, da er sie doch brauchte und dies auch wusste, nicht wollen konnte, dass es ihr nicht gut ginge. Und so war es auch. Der Kopf gönnte Frau A. eine Ruhepause. Er ließ keine Bedenken und keine Arbeit mehr in ihm sein. Und Frau A. legte sich zur Ruhe. Am nächsten Tag war Frau A.s Kopf wieder zur gewohnten Größe geschrumpft und sie versuchte sich an seine vergangene Größe zu erinnern. Sie versuchte über die Arbeit, die ihn ausgefüllt hatte, nachzudenken. Doch sie erinnerte sich nicht mehr daran und sie wurde traurig. Und ihr Kopf leerte sich immer mehr. Sie hatte nur noch eine Ahnung von seiner einstigen Größe und auch diese schwand immer mehr. Und ihr Kopf wurde von der Leere ausgefüllt, die aber, da sie keinen Raum beansprucht, ihren Kopf immer mehr verkleinerte. Doch auch dies nahm Frau A. nicht mehr wahr, da auch die Wahrnehmung der Leere bereits zum Opfer gefallen war. Ihr Kopf war nun nur noch ein Sandkorn. Doch in demselben Maße, wie der Kopf kleiner geworden war, war ihr Herz gewachsen. Und als das Herz in ihrer Brust keinen Platz mehr hatte, wuchs es in ihren Kopf hinein und dehnte diesen wieder aus. Doch da vom Kopf beinahe nichts mehr übrig war,
fühlte der Kopf nun wie das Herz, denn er war ja fast vollständig Herz. Und er pulsierte und bestimmte den Lauf der Zeit, die Frau A. in ihrem Kopf fühlte. Und als Frau A. den Puls der Zeit spürte, begann sie auch mit dem Herzen zu sehen und zu erkennen und wurde glückselig. Unendlich groß, unendlich klein. Es gibt nicht nichts. Stell dir vor, die Zeit spielt keine Rolle. Das heißt, sie spielt eine Rolle. Doch sie ist einfach da, unbeschränkt. Und da sie unbeschränkt da ist, spürt man sie nicht. Die Zeit spielt keine Rolle. Es ist genug Zeit da. Milliarden von Jahren spielen keine Rolle. Sie sind da und vergehen und sind wieder neu da. Die Zeit ist da und spielt keine Rolle. Stell dir nun vor, dass die Menschheit, dass die Durchschnittsgröße der Menschheit sinkt. Sie sinkt unmerkbar von Generationen zu Generationen zu Generationen. Von 1,80 Meter auf 1 Meter, 1 Zentimeter, 1 Millimeter, 1 Nanometer, 1 Pikometer, 1 Femtometer, 1 Atometer, immer weiter, immer weiter. Und andererseits steigt die Durchschnittsgröße von 1,80 Meter auf 10 Meter, 100 Meter, 1 Kilometer, 100 Kilometer, 1 Million Kilometer, immer weiter, immer weiter. Diese riesengroßen Menschen und diese winzig kleinen Menschen existierten natürlich alle gleichzeitig. Zuerst waren für die großen Menschen die kleinen Menschen Zwerge. Doch als die großen Menschen immer größer geworden sind und die kleinen Menschen immer kleiner, verloren die großen Menschen die kleinen Menschen bald aus den Augen und umgekehrt. Doch sie existierten nebeneinander, so dass in einem Sandkorn des großen Menschen ein Weltall des kleinen Menschen beherbergt war. Und in diesem kleinen Menschen unendlich viele Sandkörner existierten. Unendlich groß, unendlich klein. Es gibt nicht nichts. Und diese großen Menschen, die größten Menschen, die, welche die größten alles sind, sind zwei Gegner. Zwei gleiche Wesen, zwei, jedes für sich und jedes für sich ein Ganzes und jedes unendlich groß und jedes lebt und stirbt. Und sie leben und sterben gegeneinander
miteinander. Die zwei riesengroßen Menschen spielen miteinander Schach, ein Spiel der Könige, ein Spiel gegeneinander, miteinander. Und jedes Mal, wenn ein Spieler eine Figur aus unzähligen Welten geschlagen hat, ärgert sich dieser andere Mensch aus diesen anderen unendlichen Welten. Und jedes Mal, wenn er sich ärgert, gibt es irgendwo auf irgendeiner Welt Krieg. Kein gewöhnlicher Krieg. Es ist nur Ärger. Und es ist Angst. Angst zu verlieren. Doch diese Angst ist böse. Sie schadet diesen Menschen. Sie ärgern sich und beginnen zu streiten und kämpfen. Und es beginnt ein richtiger Krieg. Ein Krieg, der eine Welt zerstören kann. Und diese beiden Menschen, riesengroßen Menschen, spielen noch immer Krieg. Ein Stück Natur in Wien. Auspuffgase, Straßenlärm und undurchdringbar die Mauer. Und der warme Sommerwind streichelt den Duft junger Blüten in die Nasen, in die Lungen, ins Gemüt und in die Seelen der Großstadtmenschen im Augarten und undurchdringbar die Mauer. Ende. Still ist es geworden um dich. Nur die Tränen der Augen deiner Verwandten erinnern dich an dein Leben. Lebenszeichen. Es wächst und wächst in dir. Du kannst es nicht bremsen. Es frisst und nagt und zehrt an dir. Kannst es nicht mal erschlagen. Es bist du. Es ist in dir. Versuche, das Übel zu lieben. Stell dir vor, du schaust auf deine Uhr und es ist 9:05. Und dann stell dir vor, du schaust auf deine Uhr und es ist 9:05. Und wer sagt dir, dass nicht 25 Stunden vergangen sind? Stell dir vor, du schaust auf deine Uhr und es ist 9:09. Und dann stell dir vor, du schaust auf deine Uhr und es ist 9:06. Und wer sagt dir, dass nicht 24 Stunden und eine Minute vergangen sind? Stell dir vor, du schaust auf deine Uhr und 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 wer sagt dir, dass nicht 24 Stunden vergangen sind? Herr Urban, oder stell dir vor, du kommst nach dem Wecker nach Hause. Herr Urban steht auf, wenn der Wecker läutet, geht arbeiten, essen und schlafen und steht auf, wenn der Wecker läutet und geht arbeiten, essen und schlafen und steht auf, wenn der Wecker läutet
und geht arbeiten, essen und schlafen und steht auf, wenn der Wecker läutet und geht arbeiten, essen und schlafen und steht auf, wenn der Wecker läutet und geht arbeiten, essen und schlafen und steht auf, wenn der Wecker läutet und geht arbeiten, essen und schlafen und steht auf, wenn der Wecker läutet und geht arbeiten, essen und schlafen und steht auf, wenn der Wecker läutet und geht arbeiten, essen und schlafen, bis eines Tages etwas Unvorhergesehenes Herrn Urban aus der Bahn wirft. Herr Urban muss dringend eine Dienstreise antreten, sofort. Weder Zeit sich umzuziehen, noch etwas zu essen, es wird er nicht lange dauern. Und Herr Urban fährt mit dem Auto auf der Straße und 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 fährt 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 und fährt. Und bis er dann endlich dort ist, ist es bereits sehr spät und seine Arbeit fängt erst an. Und er arbeitet und 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 er arbeitet. Und bis er nun endlich fertig ist mit dem Arbeiten und bis er nun endlich wieder nach Hause fährt und 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 fährt. Und zu Hause läutet der Wecker und er fährt und zu Hause läutet der Wecker und er fährt und zu Hause läutet der Wecker und er fährt und zu Hause läutet der Wecker und er fährt und zu Hause läutet der Wecker und er fährt und fährt und fährt und fährt und fährt und bis er nun endlich zu Hause ist, zieht er sich aus, geht zu Bett und schläft und schläft und schläft und schlaft. Schlaf, 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 schläf, 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 und schläf, 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 und schläf, schläf, und steht auf, wenn der Wecker läutet, und geht arbeiten, essen und schlafen, und steht auf, wenn der Wecker läutet, und geht arbeiten, essen und schlafen, und... Es ist Zeit. Und wenn das Woher und Wohin verloren gegangen sind, und wenn es das Warum nicht mehr gibt, und wenn das Kommende gleich weit entfernt ist als das Vergangene, wenn es so weit entfernt ist wie das Vergangene, das nicht mehr einzuholen ist, und wenn das Morgen niemals heute wird und das Jetzt bereits Vergangenheit ist, dann ist es Zeit, die sichtbar wird.
Im Augenblick des Augenblicks. Ich suche das Unmögliche und jage ihm nach. Und wenn ich glaube, es gefunden zu haben, jage ich ihm nach, bis ich vor Erschöpfung zusammenbreche und das Wesen der Unmöglichkeit erkennend akzeptiere, um neuerlich in Zweifel darüber zu verfallen und beginne, es von neuem zu suchen. Und so dreht sich mein Leben zwischen Unmöglichkeit und Verzweiflung hinab in die Hoffnungslosigkeit aller Bewegung und ich versuche zu ruhen. Wenn eine Idee da ist, ein Kunstwerk zu beginnen, dann ist der Augenblick der Idee gleichzeitig der Augenblick des Beginnens des Kunstwerkes. Wenn nun die Begriffe der Leere bzw. Bewegungslosigkeit im Kunstwerk auftauchen, dann entspricht der Idee der Begriffe Bewegungslosigkeit bzw. Leere der Idee des Kunstwerkes. Also ist jeder Teil des Kunstwerkes gleichzeitig das gesamte Kunstwerk. Nein, das gesamte Kunstwerk, die Idee des gesamten Kunstwerkes ist mehr als die Summe seiner Teile, mehr als die Idee der Summe seiner Teile. Aber in jedem Teil ist das Kunstwerk als Idee enthalten. Fehlt auch nur ein Teil, ist das Kunstwerk unvollständig, nicht beendet, unvollendet. Es gibt aber auch die Idee, ein unvollendetes Kunstwerk zu erschaffen, welches natürlich daher wiederum vollendet ist, eben durch die Idee des Nichtvollendens, die dargestellt wird. Ist der Begriff, der für ein Kunstwerk steht, dann auch der Idee des Kunstwerkes entsprechend? Oder besser, kann ein Kunstwerk auf einen Titel zusammengefasst werden? Der Titel ist ein Teil des Kunstwerkes und das Kunstwerk ist aber mehr als die Summe seiner Teile. Und der Begriff des Titels eines Kunstwerkes entspricht einem Teil sowie der Summe seiner Teile. Ja, ich denke, das verstehe ich. Es wird ja auch oft eine Farbe oder die Instrumente oder ein Vers des Kunstwerkes als Titel herangezogen, der eben einen Teil des Ganzen darstellt, sowie unabänderlich das Ganze. Er ist nicht nachher oder vorher, sondern er ist im Kunstwerk und dieses ist in ihm. Entsteht nicht auch bereits mit dem Begriff des Kunstwerkes das Kunstwerk? Da, wie ich denke, mit dem Denken des Kunstwerkes bereits eine Bewegung beginnt, die, obwohl das Kunstwerk noch ohne Titel und ohne Inhalt als leerer Begriff gedacht wird, im Begriff des Kunstwerkes diese Bewegung des Begriffes zu einem möglichen Inhalt bewegt. Ein Begriff kann nicht ohne Zeit gedacht werden und in der Zeit des Begreifens des Begriffes entsteht eine Bewegung aus dem Begriff heraus und in den Begriff hinein. Was ist nun außerhalb dieses Begriffes? Und was ist innerhalb dieses Begriffes? Und gehört nicht alles, das außerhalb des Begriffes vorliegt, genauso zum Begriff wie jenes, das innerhalb des Begriffes vorliegt? Wird ein Begriff gedacht, entsteht eine Trennung zu allen anderen möglichen Begriffen sowie zu allen anderen möglichen Nichtbegriffen. Das Gegenteil des Denkens des Begriffes entsteht im Denken des Begriffes ebenso wie das Denken des Begriffes. Die mögliche Unmöglichkeit des eigenen Seins, in diesem Fall das Denken des Kunstwerkes, entsteht im Denken des Kunstwerkes. Das Denken, dass es kein Kunstwerk gibt, dass die Möglichkeit besteht, dass es kein Kunstwerk gibt. Wie ist das möglich? Wir kannten doch bereits, dass der Begriff des Kunstwerkes bereits das Kunstwerk enthält. Wie sollte nun auch das Nicht-Kunstwerk enthalten?
Der Begriff des Kunstwerkes enthält das Kunstwerk und die Möglichkeit des Nicht-Kunstwerkes, die im Denken des Kunstwerkes natürlich nur als Möglichkeit vorhanden ist, nicht aber als Wirklichkeit. Über die Erkenntnis einer Erkenntnis, die man nicht lesen muss, oder über die Lehre des Anfangs. Damit meine ich, dass nicht nur das Bestreben der eigenen Idee zu folgen vorliegt, sondern ebenfalls das stete Bestreben, dem Folgen der eigenen Idee zu folgen. Das Reflektieren auf die Reflexion oder die Reflexion auf die Tat oder das Reflektieren auf die Tat, die bereits eine Reflexion auf eine Idee dasteht, die zu ergründen eben in dieser Reflexion auf die Tat gesucht wird. Kunstausstellung, Lesung, jetzt. Was kann es sein? Alles. Was kann es nicht sein? Nichts. Aber alles ist nicht ausstellbar, alles ist nicht in einem bestimmten Raum beinhaltet, alles ist aller Raum, alle Zeit, alles das ist etwas. Wenn etwas ist, kann ich es nicht erkennen. Wenn ich es erkenne, ist es nicht. Du meinst, das Erkannte ist nicht das, was ist? Ja. Das Erkannte kann also nicht Kunst sein, denn Kunst ist. Und wenn Kunst ist, kann sie nicht erkannt werden, wie sie ist. Ja, Erkennen ist eine Tätigkeit, die mit dem Erkennbaren etwas zu tun hat. Aber dieses Etwas ist nicht die ursprüngliche Kunst. Dieses Etwas ist das Erkennbare in der Kunst, aber nicht die Kunst selbst. Was wir über etwas denken, denken wir über etwas. Was wir sehen, sehen wir. Was wir hören, hören wir. Wir müssen Tätigkeiten aufsuchen, die ein Erkennen bestimmen. Das Erkennen von etwas ist aber nicht das Etwas, wie es ohne unser Zutun ist, wie wir annehmen müssen, dass es ist. Die Idee, der Idee, der Idee. Also, das Denken, dass es etwas, eine Idee geben muss, das dem Denken inhärent ist, welches von einer Idee geleitet wird, die zu erkennen hilft, was hinter dieser Idee steht. Etwas, das wiederum als Idee hinterfragt werden kann und so weiter. Aber ohne dieses keine weiteren Fragen, Ideen im Denken vorliegen könnten. Ja, ohne dieses jegliches Denken ein Ende finden würde. Also die Idee, dass es eine Idee gibt, die jegliches Denken entwirft, eine Idee, die das Denken über eine Idee und das Hinterfragen einer Idee und das Rückbesinnen der Frage über eine Idee enthält. Und diese Idee führt zu der Idee, dass es eine Idee in jeglichem Denken ist, die einen Begriff der Idee denken lässt, die über den Begriff der Idee Ideen entwirft, die bewegt ist durch sich selbst, durch die Idee der Bewegung und durch die Idee der Begriffe, die innewohnen, durch den Begriff der Idee, der innewohnt, also dadurch, dass es Begriffe gibt und dadurch, dass es die Idee gibt, die hinter den Begriffen bewegt und also ist. Diese Idee kann somit nicht mit Begriffen oder mit Hilfe von empirischen Werkzeugen dargestellt werden, da jeglicher Versuch, sie darzustellen, durch sie selbst erfolgt und somit nicht von ihr trennbar ist.
Ja, selbst der Versuch, diese Versuche zu betrachten, wird von ihr betrachtet und wiederum von ihr allererst versucht. Ich male immer mich selbst, mein Gesicht. Ich sehe mir zu, wie ich mein Gesicht male. Alles fließt, alles verändert sich. Ich male mich selbst, mein Gesicht. Ich sehe mir zu, wie ich mein Gesicht male. Verändere ich mich beim Malen, mich selbst malend? Alles fließt. Alles verändert sich. Spiegelblick, Leinwandblick. Ich male mich selbst. Verändere ich mich? Jedes Bild ist anders. Jede Farbe ist anders. Ich male mich selbst. Alles fließt. Alles ist in Bewegung. Verändere ich mich? Spiegelblick, Leinwandblick. Ich male mich selbst. Ich sehe mich selbst. Ich denke mich selbst. Ich male mich selbst. Alles fließt. Alles verändert sich. Ich male mich selbst. Was ich bin. Was ich bin, bin ich noch nicht. Was ich sein will, war ich noch nicht. Was ich gewesen bin, bin ich nicht mehr, aber ich bin es noch immer. Der Weg. Ein Etwas, das man vorgibt, indem man ihm nachfolgt. Der Weg. Der Weg hat einen Anfang und ein Ende, eine Zeit und eine Länge, und er besitzt einen Rand, damit man weiß, dass es auch etwas anderes gibt. Weiters besitzt der Kreuzungen, die eine Fortsetzung des Weges mit der Möglichkeit einer Entscheidung in eine Richtung darstellen, wobei die Richtung nur dann entscheidend ist, wenn das Ende des Weges bekannt und gewollt ist. Es gibt weiters die Möglichkeit, einen Ausweg aus einem Irrweg zu finden, wobei der Ausweg meist am Ende des Irrweges seinen Anfang nimmt, oder einen Umweg, der das Ende des Weges in größere Entfernung setzt, zu einem bestimmten Ziel zu benutzen. Besondere Wegformen stellen Gehwege, Fahrwege und Luftwege dar, wobei des Prinzips des Anfangs, des Endes, der Zeit, der Länge und des Randes stets beibehalten wird. Beim Luftweg beschränkt sich der Rand nicht auf die zweidimensionale Ebene wie beim Geh- oder Fahrweg, bei welchem man ausgenommen einen Gradweg nicht herunterfallen kann, sondern er ist im Raum begrenzt, in dem die Möglichkeit des Herunterfallens ständig gegeben ist.
Die Länge des Weges bestimmt der Benutzer, indem er sich von einem Ort A, dem Anfang, zu einem Ort B, dem Ende, mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt. Diese Bewegung ist zum Beispiel beim Herabfallen eines Flugzeuges hervorgerufen durch die Erdanziehung eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung, deren Weglänge sich aus der Fallhöhe und eben der Erdanziehung berechnen lässt. Schwieriger wird eine derartige Berechnung beim Lebensweg, da die dafür benötigte Geschwindigkeit, um von einem Ort A nach einem Ort B zu gelangen, der Benutzer selbst wählt, wobei die Frage nach einem ewigen Weg unberücksichtigt bleibt. Die Besonderheit des Lebensweges, eine Besonderheit des Lebensweges, stellt die Tatsache dar, dass der Wegrand dem Ende des Lebensweges gleichgestellt werden kann. Auch eine Lesung stellt eine Besonderheit des Lebensweges dar, die ebenfalls einen Anfang und ein Ende, eine Zeit und eine Länge und einen Rand, das Buchende oder die Idee des Endes beinhaltet, wobei die Länge und die Zeit direkt proportional sind und vom Benutzer frei gewählt werden.